Ich denke, bootsbegeisterte Leute gibt es überall. Man kann mit dem Hausboot verschiedene Plätze, Metropolen anfahren und man kann die Leichtigkeit auf dem Wasser genießen. Jeden Abend an einem anderen Ort sein und einfach ungewöhnliche Orte besuchen mit einem Schiff und ist einfach ungebunden. Wir haben mit einem Hausboot angefangen, das wir im Ostdeutschland an einer großen Seenplatte vermietet haben für Urlauber und haben dann die Idee gehabt, etwas ganz Neues zu machen und eben auch ein ganz neues Konzept mit einem Schiff entsprechend entwickelt. Wir sind zu diesem Hausboot dazugestoßen über den Herrn Gast, das ist hier der Hafenmeister auch. Wir haben vorher an einem anderen Hausboot gearbeitet gehabt, für Privatkunden. Und das hat der Herr Otto gesehen und hat sich gedacht, das gefällt mir, was die tun, das sollen die für mich auch tun. Wir haben diesen Namen genommen, und also blaue Emotion, und haben uns daran einfach abgearbeitet, dass das so minimalistisch ist. Das ist einfach unser Stil, und mit diesem Blue Motion, das haben wir einfach genommen und haben versucht, ganz fein auch immer wieder diese Blautöne mit reinzubringen, und dass, wenn abends die Sonne reinkommt, dass dann zum Beispiel das Hyatt Hotel hier nebendran, das leuchtet ganz blau, das spiegelt ganz blau, man hat den blauen Himmel oben drüber, man hat das Wasser, das natürlich auch immer diese Reflexionen verursacht und sowas. Also diese Blautöne haben wir mit reingearbeitet, und dann nachts ist es so richtig blau und gold durch das Licht, und dieses Gold haben wir auch mit reingebracht. Wir haben uns in der Planung Gedanken gemacht über dieses Schiff, wie die Ausstattung aussehen sollte, wie das Platz, das Raumangebot sein sollte, und haben im Grunde damit begonnen, dass wir die Prämisse auf eine ganzjährige Nutzung gelegt haben und haben dann eben die Ansprüche sehr hoch angesetzt. Das heißt, wir wollten eine Luxusdusche haben und eben eine Sauna, um einfach auch in den Wintermonaten und in den kühlen Monaten in Deutschland das Maximum wirklich aus diesem Standort und aus diesem Schiff herauszuholen. Bei dem Projekt, bei der Blue Motion, hat der Auftraggeber eine besondere Duschlösung gesucht. Die hat in der Spitze, muss die 160 Liter die Minute abführen, die Duschrinne. Wir konnten diese Anforderungen erfüllen, weil wir schon für mehrere Premium-Hersteller ähnliche Lösungen entwickelt haben, die große Rainshower-Anlagen entwickeln, die halt sehr viel Wasser werfen und wir im Prinzip unsichtbar die komplette Abwasser ableiten können. Dachten wir müssen sehr darauf achten, wie wir das mit der Gewichtsverteilung machen. Das ist nicht so. Dieses Boot ist ein kompletter Stahlkoloss und wiegt 40 Tonnen. Allerdings, obwohl er aus Stahl ist, ist es wie ein Skelett. Das ist so ein bisschen beweglich. Dass, wenn eine Welle durch das Boot durchgeht, dann kommt so eine leichte Torsion rein. Und darauf muss man achten. Also zum Beispiel haben wir hier auch keine Wandfarbe verwendet, sondern Tapeten, weil die Tapete diese Verwindung eben mitmachen kann. Und auch bei den Fliesen unten, den großformatigen Fliesen, haben wir vom Untergrund her mehrere Schichten Vedi-Platte verwendet, damit wir einen so großen Abstand zwischen den Fliesen bekommen zur Wand hin, dass sich unten drunter alles verwinden und bewegen kann und die Fliesen, dass da nichts passiert. Für uns war es sehr wichtig, großflächige Fliesen zu bekommen, dass wir wenig Fugen haben, wo wir im Grunde genommen Schwachpunkte haben von der Abdichtung oder eben von den Bewegungen vom Schiff. Und daraus resultierend war die Entscheidung für die Firma Fiandre ideal, weil auch hier im Grunde genommen das Produktdesign möglich war. Das heißt, eine individuelle Fliese zu erstellen und eben hier auch direkt auf dem Schiff in diesem großen Spa-Bereich einzusetzen.
Wir hatten bei dem Hausbootprojekt dann die Aufgabe, letztendlich die Maximumplatten als Wandverkleidung als auch als Bodenverkleidung vor Ort zu verlegen. Und somit bestand unsere Aufgabe darin, die schwierige Geometrie, die dieses Hausboot halt auch mit sich bietet, die dieser kleine Raum letztendlich darstellt, aufzumessen. Dafür haben wir ein 3D-Aufmaßgerät und konnten so mit dem Innenarchitekten zusammen einen Verlegeplan erstellen, weil wir diese Großformate nicht als Fliese ansehen im klassischen Sinne, sondern eigentlich als Rohtafel, aus der wir dann das bestmögliche Format für den Raum, für die jeweilige Gegebenheit zuschneiden können. Dieser Verlegeplan wurde erarbeitet. Nachdem dieser fertiggestellt worden war, wurden die Dateien zu CNC-Maschinen geschickt. Alles wurde zugeschnitten und wir konnten so vor Ort relativ schnell in kurzer Zeit alle Flächen fertig verlegen. Die Vorteile liegen ganz klar in dem verringerten Gewicht durch die 6 mm Stärke, dass die natürlich dann wesentlich leichter sind für die Leute, die letztendlich die Platten vor Ort verlegen müssen. Einmal gerade jetzt in dem Fall in so ein Hausboot reinzukommen. Die Räume sind eng, die Türdurchgänge sind nicht so breit wie im normalen Haus. Wir haben geringe Gewichte und können wieder vorkonfektionieren. So machen wir natürlich vor Ort kaum noch Staub und Dreck, sind schnell und alles ist wesentlich sauberer, weil man ja viel Technik auf so einem Boot hat und sehr viel hochwertige Materialien dort verbaut sind. Wir arbeiten sehr gerne mit Fiandre zusammen. Speziell bei diesem Hausbootprojekt wollte der Auftraggeber gerne sein Logo oder dieses Blue Motion komplett auch durch die Badwelt ziehen. Und da ist uns eingefallen, dass Fiandre die Möglichkeit bietet, dass man zum Beispiel auch ein Logo auf die Fliese aufdrucken kann. Wir haben dann eben uns so ein bisschen geguckt, weil wir halt auch hier in einem hochpreisigen Segment unterwegs sind, ja, haben wir eben geguckt, was macht zum Beispiel Louis Vuitton. Ja? Und dann haben wir geguckt, wie dieses Louis Vuitton-Muster funktioniert und haben dann eben, das jetzt nicht abgekupfert, aber so in diesem Stil haben wir ganz oft und klein in diesen Wiederholungen immer wieder das Logo einfach eingebaut mit den Initialen BM Blue Motion, ja, und haben das aufgebracht. Und haben dann erste Muster auch von Fiandre bekommen gehabt und waren wirklich überrascht, wie geil das aussieht, ja, weil das auch genauso ist, wie wir das uns vorgestellt hatten, nämlich dass das nicht einfach nur wie eine Farbtonkarte durchgehend ist, sondern da ist eine richtige Struktur dahinter, wo dann noch eben auch dieses Logo super rauskommt. Für uns als Innenarchitekten ist es sehr wichtig, dass man Produkte nach den Wünschen des Kunden anpassen kann. Jetzt einmal zum Beispiel jetzt unten bei den Fliesen ist es so, dass wir über die Design Your Slabs konnten wir wirklich einfach die Farbe, das Logo, die Größe, die Körnigkeit, also die ganze Struktur einfach selber bestimmen. Das hat für uns natürlich, das war ein Traum, ja. Das hat man sonst nicht, dass man einfach eine Oberflächenstruktur selber bestimmen kann. Sonst muss man entweder lange suchen oder das nehmen, was man halt hat. Ja? Und da hat es uns das Leben erleichtert. Das Zusammenspiel von der technischen Seite und auch der Ästhetik war sehr gut von der seitens Fiandre. Für uns ist es sehr wichtig, weil das Schiff Blue Motion oder das Hausboot für eine ganz neue Entwicklung auf diesem Hausbootmarkt gilt. Das heißt, wir möchten das Schiff und Hausboot auch für ein neues Marktsegment, ein neues Kundensegment entwickeln und haben im Grunde genommen auch ganz neue Möglichkeiten mit diesem Schiff.